Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mafia. Wir befinden uns gerade über den Dächern von Lost Heaven, sind gerade aus dem Fenster gesprungen, wie man sich vielleicht aus der letzten Folge erinnern kann. Haben wir gerade was weggeschmissen? Nein, wir rüsten unseren Colt aus. Denn jetzt kommen ja gleich Gegner um die Ecke. Wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen. Moment, wie war Springen? So habe ich gespringen gemacht und Klettern, so. Wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen Mafiosis, wir kämpfen jetzt gegen. Ups. Da hinten ist ein Polizist mit einem Scharfschützengewehr. Der gefällt uns so gar nicht. Wir kämpfen jetzt gegen Polizisten, die ja quasi das Feuer gesehen haben und uns jetzt quasi an den Kragen wollen. So, jetzt kommen hier gleich Polizisten hoch. Man sieht schon, ein Polizist hat da unten, wie man sieht, eine Thompson und der könnte uns etwas gefährlich werden. Oh, jetzt da. So, jetzt kommt da der nächste hoch. Dann können wir schnell die Waffe wechseln. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Nochmal kurz die Waffe wechseln, quasi nur kurz das Magazin leer schießen. So, fuck. Kurz den Colt ausrüsten. Denn der Colt ist schließlich unsere stärkste Waffe. Das habe ich im letzten Teil schon erzählt. Sehr gut. Waren das. Verdammt, ich wollte gerade sagen, ich wollte das gerne schaffen, ohne Leben zu verlieren, aber das war es dann wohl nicht. So. Nachladen. Ja, seid leise da unten. Oh. Der da mit der Thompson ist aber nicht so nett. Hier ein Colt Detective Spezial. Wir laden erstmal alles nach. Ich könnte ein Schlachtfeld hier. Wir haben die ja wie die Hühner auf der Stange abgeknallt. Ah, ich hätte auch die abgesägte Schrotflinte nehmen können, verdammt. Na, was soll's. Colt Detective Spezial. So. Hier liegt noch einer rum, damit wir mehr Munition haben. Was liegt hier noch alles rum? Ich glaube, die haben alle nur Colt Detective Spezials. Deswegen haben die uns ja auch kaum Schaden gemacht, schließlich. So, und jetzt muss man. Wenn ich das wüsste, was man jetzt machen muss. Ach genau, man musste jetzt, Moment, ich rüste noch mal kurz den Colt aus. So. Man musste jetzt hier hochrennen. Quasi höher auf die Dächer hinaus. Ach ja, und ich wollte jetzt nur sagen, ich bin jetzt nicht mit YouTube-Partner, aber ich habe mein Intro-Video, habe ich monetarisieren lassen. Und dadurch habe ich jetzt auch, bin ich so super glücklich drüber, benutze definitiv das Thumbnails freigeschaltet. Das heißt also, ich kann jetzt meine Videos mit eigenen Bildern, die ich erstelle, ich benutze dazu Photoshop, kann ich dann, ja, hochladen und benutzen, wie ich will. Und damit ich dann quasi nicht mehr, man hat ja sonst nur diese drei standardmäßigen ausgerüsteten Videos, die sind, oder Möglichkeiten, die ja zufällig aus dem Video gewählt werden. Und die sind ja ziemlich hässlich. Und jetzt habe ich das eben nicht mehr. Verdammt, da hat jemand. Von wo schießen die auf uns? Irgendjemand hat ein Scharfschützengewehr. Der ist der da unten mit der Pumpgun. So. Und hier muss jemand mit dem Scharfschützengewehr sein, wie ich anscheinend gesehen habe. Aber ich sehe jetzt auch gerade nichts. Kurz weiter ran, da hinten. Verdammt. Das war jetzt nicht so toll. Schaffen wir vielleicht trotzdem noch. So, jetzt schnell den erledigen. So, sehr gut, nachladen. Wenn ich jetzt hier runterrenne, weiß ich genau, dass da gleich ein paar Gegner hochkommen. Aus der Tür oder aus der, ich weiß gar nicht so genau. Aber da kommen auf jeden Fall gleich Gegner und dann werden wir wieder zurück hochrennen. Denn unten hat man ja überhaupt eine sehr schlechte Deckung. Dadurch, dass wir, ja, rennen wir wieder hoch und um uns quasi eine bessere Position zu verschaffen. Hier habe ich gerade eine Tür gesehen. Kann man aber nicht öffnen. Naja, was soll's. So, und jetzt wieder hoch. Man hört schon Schießereien auf uns. Und jetzt so, seid leise. Ja, oder auch nicht. Na komm schon. Hoch hier. So, los, hopp, hopp, hopp. Sonst kommen die uns noch näher und es wird vielleicht sogar gefährlich. Also die Mission ist noch lange nicht vorbei. Selbst nachdem hier kommt dann noch was anderes. Also ihr könnt
Tja, glücklich sein. Das ist eine der schwersten Missionen, die es in diesem Spiel gibt. Verdammt, von links. Aber wo? Tja, das frage ich mich auch. Wo bist du? Doof ist auch nur, wir haben auf dem Colt gleich keine Munition mehr. Man darf auch nicht zu nah hier an die Mauer gehen. Da hinten. So. Komm, komm um die Ecke rum. Nee, schieß nur auf die Mauer. Hm, schade. Tja, weiter geht's. Moment, ich rüste gleich mal eine andere Waffe aus, weil da ist mir mein Colt ein bisschen zu wertvoll für. Puh, zum Glück haben wir hier diese Deckung. So, oh cool, one-shotted. So. Magazin leer geschossen und jetzt kommt der nächste an die Reihe. Ey, cool, ich wusste gar nicht, dass die Magnum sogar one-shotten kann. Aber jetzt hier, da ist der nächste. Hm, quasi. Wir treffen ihn noch leider nicht. Kurz nochmal. So, jetzt. Sehr gut. So. Unten sind alle erledigt. Das heißt, wir rüsten jetzt wieder unseren Colt aus, auf dem wir leider auch gleich auch keine Munition mehr haben. Und versuchen mal rüberspringen. Hm. Nee, rüberspringen ist mir zu gefährlich. Wir laufen außen rum und versuchen ihn dann zu erwischen. Doof ist auch, dass ich glaube, ich habe vor den Schaden durchs Fallen genommen, nicht durch das Schießen vom Sniper. Aber was soll's. So. Oh, sogar wir werden von der Sonne geblendet. Das ist, gefällt mir gar nicht. Verdammt. So. Oh, nur noch 31 Leben. Ja, das ist nicht so schön. Aber zum Glück hatte ich noch die Shotgun. Und der hatte nur eine schlechte Waffe. Der hatte nur einen Colt Detective. Das ist ganz gut für uns jetzt. Aber was haben wir noch? Wir haben die Magnum Colt ausgerüstet. So. Der Trottel da oben sieht uns nicht. Die haben alle nur Colt Detectives. Oh, der hat einen Colt 1911. Meine Lieblingswaffe, wie ich ja schon mal gesagt hatte. So, weiter geht's. So, war's das? Da hinten ist noch jemand. So. Ich glaube, ich gehe jetzt hier wieder zurück, um eine bessere Position zu bekommen. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass das da hinten die bessere Position ist. Aber das das mit den 31 Leben stört mich jetzt erst. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die benutzerdefinierten Thumbnails. Ich habe mir einen Poster von Mafia ausgesucht, um quasi das als Hintergrund zu benutzen. Mir gefällt es ganz gut. Und ich mache jetzt auch. Ich habe jetzt 50 Abonnenten und es kommt auch demnächst ein Abonnenten-Special. Ich habe schon. Ich spiele mit dem Drugs I'll Play als Abonnenten-Special bald. Das ist ja auch. Drugs I'll Play ist ja der, mit dem ich ja auch. Ist ja einer der Teilnehmer, von denen ja auch beim Let's Change mitmachen. Was ihr hoffentlich alle mal schaut. Oh, da, jetzt sehe ich ihn. So, dann nehme ich. Da nehme ich die Magnum. Dass der uns auch nicht sieht, Volltrottel. Ich glaube, das war's schon. Jetzt ist zumindest Ruhe. So, Colt ausrüsten. So. Ah, Ruhe. Ich bring dich um. Kannst vergessen. So, weiter geht's. Ach, wie geil, der war das mit dem Snipergewehr. Jetzt habe ich das Snipergewehr. Das US-Gewehr M1903 Springfield. Geil, heißt es Springfield? Keine Ahnung. Ist mir aber auch relativ schnuppe. Wir werden es leider auch kaum gebrauchen. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Da unten seht ihr das Auto. Warum ich jetzt nicht anvisieren kann, frage ich mich jetzt aber schon. Hm. Anscheinend kann man. Hm. Normalerweise kann man damit anvisieren. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Also man hat so auch wirklich ein Fadenkreuz. Keine Ahnung, aber das ist auch die einzige Mission im Spiel, wo man diese Waffe bekommen kann. Also ganz hübsch.
Wir werden sie aber trotzdem kaum spielen, weil ich sie einfach nicht mag. Ich spiele viel lieber mit meinem Colt. Ich muss sie jetzt ausgerüstet lassen, weil man kann nur zwei große Gewehre dabei haben. Das heißt, das eine große Gewehr ist... Moment mal. Gut. Ich dachte, da könnte ich jetzt Schaden nehmen. Das eine große Gewehr ist ja unsere abgesägte Schrotflinte. Und das andere ist... Okay, die sind beide weg. Sehr gut. Das andere ist unsere Shotgun. Der hat auch noch einen Colt Detective. Der hat anscheinend einen Colt. Schon besser. Dann muss ich die nochmal kurz ablegen. So, das macht er mit Back. Ein Colt. So, Dankeschön. Meine Lieblingswaffe. So. Und du hast eine Polizeiwaffe, die standardmäßige Polizeiwaffe. Das ist die Smith & Wesson Model 10 M&P. So, auf der haben wir jetzt auch volle Munition. Und dann nehmen wir das das US-Gewehr. So, weiter geht's. Und man sieht schon. Erinnert euch hier an den, an uns, an die Warnung von, ja, Frank, dass der einer der Gangster entwischt ist und dann doch überlebt, also doch gestorben ist. Und heute wäre die Beerdigung. Hier ist die Kirche. Also ihr könnt, vielleicht ahnt ihr schon, was gleich passiert. So. Jetzt muss man, glaube ich, hier hin. Und dann hier wieder hoch. Genau. So, Zwischensequenz. Wir haben nur noch diese 31 Leben. Ja, das könnte uns noch zum Problem werden. Aber ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen, abgesehen von dem einen Fehler da, wo ich runtergefallen bin und ja, wo ich den Typ übersehen habe. Ja, lass ja nicht die Brücke fallen. Puh, Glück gehabt. Fall ja nicht runter. Hochkonzentriert. Glück gehabt. Tja, ob das mal keiner mitbekommen hat. Der Priester. So. Ich könnte euch jetzt was Lustiges zeigen, das mache ich allerdings nicht. Also, Moment. Warte mal, wenn man jetzt ganz vorsichtig ist. Moment. Ich möchte jetzt nicht runterfallen. Da unten diesen Arbeiter. Wenn ich jetzt... Ach komm, ich mach's einfach mal. Dafür rüste ich meine schlechteste Waffe aus. Das ist der Colt Detective Spezial. Und schießt da den Eimer ab. Und ich fall runter und der Typ hier auch. Aber ihr habt gesehen, das ist, war ja gerade ein Speicherpunkt. Ich mach's nochmal. Dass der Typ hier... Da... Moment... Ganz vorsichtig. Yay! Ganz vorsichtig natürlich. Okay, nochmal. Ups, Entschuldigung. Nein, 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 nein. Das wollte ich jetzt gar nicht. So, die Überraschung. Okay, nochmal. Ein letztes Mal, wenn ich jetzt wieder nicht hinbekomme. Ja, dann mache ich es eben nicht. Also, ihr seht, da unten steht ein Typi. Wenn ihr das jetzt sehen könnt. Da unten steht ein Typ, und wenn ich jetzt mit dem Eimer da drauf schieße, mit dem meiner Knarre, fällt der Eimer genau auf den Typ und erschlägt ihn. Kleiner Easter Egg. Wobei es bessere Easter Eggs gibt als den jetzt. So. So, genau. Und das ist. Wir sind jetzt quasi auf der Kirche. Fallen hier fast runter. Wir sind quasi. Und kommen hier doch noch raus. Sehr gut. Sind hier quasi auf der Kirche. Unterm Gewölbe, unter dem Dach. Also auf dem Gewölbe unter dem Dach. Und nehmen uns erstmal einen Heilkasten. Mal sehen, wie viel Leben uns der zurückbringt. Genau auf 100. Ja, dann war das doch gar nicht so schlimm, dass wir so viel Leben verloren haben. So. Und dann möchte ich erstmal hier das Springfield-Gewehr ablegen und erstmal den Colt ausrüsten. So. Und dann in die Zwischensequenz gehen. Und wurde unerwartet. Das ist übrigens der Typ, den wir letztens ermordet haben oder doch nicht oder wie auch immer. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. Nein, er war ein Gangster. So werden wir alle seiner gedenken. Oder auch nicht. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, negativ. Der Gutes getan hat. Negativ. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen.
willkommen, mein Sohn. Ach, das ist der Typ, der quasi im Kofferraum überlebt hat. Glaube ich. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach den fertig! Tja. Auf den Boden, Vater! Du solltest lieber auf den Boden gehen. So, da hinten ist noch einer. Deswegen liebe ich den Colt. Der hat quasi so einen geringen Rückschlag. Kann auch selbst auf der größten Distanz genau zielen. So, laden kurz nach. So, und jetzt wird's schwer. Man kann nämlich schlecht um die Ecke gucken. Man sieht nicht, wo die Gegner sind. Außer wenn sie dann auf einen schießen. Dann zieht man sich noch kurz zurück. So, wie geht's weiter? Wo sind die nächsten? Da hinten ist noch einer. Aber auf der Kanzel ist auch noch einer, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt nicht mehr. Oh. Ups, das war etwas Munitionsverschwendung. Da oben, der ist der gefährlichste. Jetzt nicht mehr. So, und jetzt hier in der Ecke ist noch jemand. Aber den hätte ich da oben nicht gesehen, hätte der nicht mit der Thompson auf uns geballert. Wow. So gut habe ich die Kirche noch nie geschafft. Nur 3 Leben verloren. Okay. Lass mich bitte leben. Aber das Problem ist, dass gleich welche mit der Pumpgun reinkommen. Das ist quasi eine der stärksten Waffen. Normalerweise gehe ich da oben auf die Kanzel. Aber das brauchte ich jetzt hier gar nicht. Ich knall die einfach wie die Schwüne auf der Stange ab. So. Sehr gut. Oh, ich bin es nur. Mein Sohn, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um. So eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun? Tja, jetzt ist er mafios. Jetzt hat er Geld. Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werde es brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Der Priester. Tja, 3 Leben nur verloren. Aber ich fand die Rede jetzt, ehrlich zu sein, fand ich... Ja, quasi hat einen zum Nachdenken gebracht. Ein Verbrecher, der quasi nie zum Verbrecher werden wollte, sagt das zu anderen... Dass die quasi schlechte Menschen sind und er selber sieht sich aber auch als schlechter Mensch an. Also ich finde, das bringt einen schon so ein bisschen nachdenken. Und wir müssen jetzt aber erstmal abhauen. So, die wissen quasi, dass wir hier sind. Dass wir fliehen in einem Leichenwagen. Allerdings haben sie uns doch nicht gesehen. Und ich versuche jetzt auf dem Bildschirm der Polizei auszuweichen. Und hoffe, dass dann der Suchbalken relativ schnell weggeht. Das gelingt mir allerdings sehr wenig. Ja, da habe ich gerade gesagt, dass ich versuche, der Polizei auszuweichen. Und 3 Sekunden später hängt die Polizei an meinen Fersen. Ich werde jetzt auch nicht versuchen, meinen altbekannten Trick aus der ersten Staffel anzuwenden, obwohl die gar nicht so weit davon weg sind, denn es ist einfach, wir sind ein Leichenwagen, unser Dach ist offen und wenn man sich da überschlägt, sind wir direkt tot. Also. Und wir müssen auch mit diesem Wagen, ich würde sonst sagen, lass uns den Wagen wechseln, weil ich glaube, die suchen nun, wissen die, wie wir aussehen, oder suchen die nur
unseren Wagen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber egal. Und, aber ich kann einfach mit dem Leichenwagen nicht das mitnehmen. Aber ich denke, wir haben die Polizei schon relativ weit abgeschüttelt. Doch, ich sehe sie auf der Minimap, das Rote Kreuz. Und ich liebe diese Musik einfach. Oh. Aber sie drangsalieren uns zum Glück nicht. Ich hatte das manchmal passiert, dass hier 3, 4, 5 Polizeiwagen hinter mir sind. Und der rote Balken geht zurück. Das heißt, wenn wir jetzt aufpassen, hier schon mal langsam werden, um dann direkt wieder abzuhauen, weil die haben uns gesehen. Tja, kein Glück gehabt. Ich versuche mal hier um die Ecke zu kommen, um unten am Hafen die abzuschütteln. Vielleicht fallen die ja ins Wasser. Aber wir haben zum Glück jetzt etwas schnellere Wagen als... Ach, geil. Jetzt haben sie uns gesehen, verdammt. Ihr seht ja auch den Hafen, da sind auch Schiffe, die man hat man auch im Intro gesehen, im allerersten Teil. So, jetzt geht hier gleich eine Abfahrt runter zum Wasser und vielleicht gelingt es mir ja, einige von diesen ins... Ups, die Telefonzellen habe ich mitgenommen. Einige von diesen Cops ins Wasser zu schütteln, damit sie uns da nicht mehr länger verfolgen können. Oben ist noch ein Polizeiwagen vorbeigefahren, der hat uns allerdings nicht gesehen, weil wir hier unten sind. Das einzige Gefährliche hier im Hafen ist, dass... wir können auch reinfallen. Wir können jetzt natürlich abknallen, aber dann wird es noch schwerer. Und dann schießen sie auch auf uns. Nein, wir dürfen nur nicht anhalten, weil sonst ziehen sie uns aus dem Wagen. Ich könnte jetzt doch versuchen, Mann, das gelingt mir vielleicht. So, oben steht ein anderer Polizeiwagen, aber der sieht uns nicht. Na, verdammt. So. Nö, nichts da. Kurz abhauen. So, kurz beschleunigen. So. Jetzt müssen die einsteigen, müssen umdrehen und wir können quasi in der Zeit die Zeit nutzen, um abzuhauen. So. Vielleicht gelingt es uns ja. Es war nicht ganz mein Plan, also das, was gerade passiert ist, zu machen. Aber Entschuldigung, ich muss dich mal kurz mitnehmen. Ach verdammt, ich bin falsch eingebogen. Ich hätte einen vorher abbiegen müssen. Aber durch die Kurven hier, gelingt es uns vielleicht, sie abzuschütteln. Also auf der Minimap sind sie schon relativ weit weg. Ist mir alles relativ gerade egal. Ach, da vorne sieht man ein Polizeiwagen. Nicht Polizeiwagen, ich meine Feuerwehr. Ja, sie kommt näher, aber neuer Polizeiwagen. Allerdings hat er uns nicht gesehen. Und der Suchbalken geht schon wieder weg. So, hier aufpassen, sonst baue ich gleich einen Unfall und bin tot. Aber das ist noch schlimmer, als wenn man die Mission hier mit nur 5 oder 6 Leben machen muss. Da darf man keinen kleinsten Unfall bauen. Vor allem in der Verfolgungsjagd, wo wenn dir 5, 6 Polizeiwagen am Hals hängen. Ich glaube, die Polizeiwagen sind zufallsgeneriert. Das hier ist nicht gescriptet. Aber sieht ganz gut aus. Ups, da rechts ist ein Polizeiwagen auf der Minimap. Das heißt nicht nach rechts, sondern nach links. Da müssen wir sowieso hin. Wir müssen ja zu Salieri's Bar. Genau. Und. Fahr jetzt bitte nicht los, Straßenbahn. Ja, und geschafft. Super. So. Jetzt kann uns auch die Polizei sehen, so viel sie wollen. Es passiert nichts. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt noch ein Auftrag von Bertone kommt. Ich glaube schon. Aber wir steigen erstmal aus und gucken, was passiert. Verstecken unsere Waffe. Neue Autos wurden zur Werkstatt hinzu. Falcola Blau, den haben wir schon. Und ein Lazetta V16 Charon Schwarz. Schließen. Intermezzo 2. Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Das war alles andere als gut. Billys Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Busenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. Und mit der Hilfe der Polizei konnte Morello seinen größten Gegner eliminieren. Eine ideale Situation. Und für uns liefen die Dinge schlecht. Salieri hat eine Menge Kohle verloren. Und ich fühlte mich nach all dem Morden auch nicht allzu gut. Es schien mir, als hätte alles keinen Sinn. Und dass ich das Leben so schnell und so intensiv wie möglich auskosten müsste, wenn es so leicht war, sein Leben zu verlieren.
Vielleicht begannen Polly und ich deshalb mit dem Trinken. Sie haben nicht vielleicht die Nerven verloren? Mein Leben bestand nur noch aus Mord, Verbrechen und Alkohol. Hätte Frank mir da nicht rausgeholfen, wäre es nicht gut ausgegangen. Es war verrückt. Aber plötzlich war er da und wollte mir helfen. Immer die Sache Corona-Blau. Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Na, wie steht's bei dir, Tommy? Ach, ist schon okay, nur... Aber... Ach, nichts. Ich hab gehört, Pauli und du, ihr genießt das Leben. Ihr zwei habt euch in der Stadt einen Namen gemacht. Muss was mit unserem Geld zu tun haben. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Was? Willst du mir etwas über den Sinn des Lebens predigen? Ich habe ein paar gute Jungs gesehen, die mit ihren Problemen nicht klarkamen und vor die Hunde gingen. Normalerweise wird man wegen Geld umgelegt oder man wird verrückt und all die Freunde und hübschen Damen sind plötzlich weg. Wie auch immer. Der Don braucht keine Säufer mit zittrigen Händen, die für ihn arbeiten. Solche Leute machen nur Schwierigkeiten. Wenn du nicht aufpasst, bringt dich als nächstes dein bester Freund um, ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Na los, sei du selbst. Vielleicht dein Geld irgendwo investieren. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Hör auf mit den Partys. Geh sonntags mit dem Don zum Rennen. Versuch mit einem Mädchen ins Theater zu gehen oder ins Kino. Du hast viele Möglichkeiten. Und an wen denkst du da, Frank? Ein anständiges Mädchen will doch keinen Killer. Weißt du, ein Polizist tötet, um das Gesetz zu schützen. Und du stehst für unser Gesetz ein. Das ist das Gleiche. Wir stehen nur auf der anderen Seite des Zauns. Du bist kein Mörder, Tom. Denk dran. Nimm niemals Arbeit mit nach Hause. Das gibt nur Ärger. Und wo finde ich die Frau für mich, Frank? Ich dachte, du hättest was mit Luigis Tochter, Sarah. Ich finde, sie ist ein wundervolles Mädchen. Aber du allein weißt, wie weit du mit ihr gehen willst. Ich möchte einen Menschen wie Sarah nicht in Gefahr bringen, Frank. Tja, und damit verabschiede ich mich auch und sage bis zum nächsten Mal. Unsere nächste Mission ist ein Ausflug aufs Land. Und, bis zum nächsten Mal. Ciao.